So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Beast Inside. So, wir sind hier wieder zurückgeflitscht. Wir hatten ausgemacht beim letzten Mal. Und zwar wollten sie den Geist fressen und hier wollten sie den Geist fressen. Moment! Ach, der hat ja alle Ketzen wieder ausgemacht, ne? Genau, jetzt dürfen wir hier rein. Da hatten wir Kaffeebecher durch die Gegend geschmissen, haben den Engel beobachtet, rotieren, weggeschmissen. So, warte mal, da stand noch was dazu. So, und gleich kriegen wir noch mal einen Jumpscare, wo ich mich scheiße doll erschrocken habe. So, aber hier hatten wir auch nichts gefunden, ne? Hier stand nur ein witziger Text, von wegen, fahr der gut daran, bla bla bla, und leck mich am Arsch und so. Bob, tschüss. So, und hier, oh, trotzdem erschreckt man sich, ne? So. Die Kerze bleibt an, das ist gut. Die sind wieder aus, die machen wir nochmal flott an. Mach alle Kerzen jetzt mal wieder im Haus an. Wir sollten in den Keller gehen, sagte er. Er hat den Wunsch gehabt, in den Keller zu laufen. Ganz im Ernst, ich würde noch irgendwie was mitnehmen. Als Verstärkung. Ein Messer. Axt. Speer. Handgranaten. Echt, ich hätte da voll Schiss. Wirklich. Also ich oder hier den Harry Potter Besen da. Iss mich nicht, nein! Iss mich nicht! Hier machen wir wieder an. Er mochte das Licht und er hat sich hier auch was angeguckt. Ich glaube, das Bild, ne? Das ist er selbst vielleicht. Was ist wenn? Wann was? Ja, keine Ahnung. Was ist einfach wenn? Das ist der gute Händler geworden. Hier, nimm das mit, das ist gut. Damit bin ich jetzt stark. Mach die Tür auf. Oh, fick doch die Hände, Alter, ehrlich. Die Tür geht natürlich nach so auf. Ja, das ist ein wunderschönes Bild. Hallo? Where did all this blood come from? Ich weiß es nicht, dear aber God. Dieses Bild ist wunderschön. Boah, Alter, bitte. Was ist denn das? Das ist doch. Der Typ lebt doch nicht. Die Augen so weit reingerutscht und so ein Scheiß. Nee! Alter, Leute, ich sterbe, ich kann das nicht, ne? Ich muss mich jetzt schon übergeben. Alles klar. Okay. Ja, kein Problem. Wir sind ja super neugierig. Es klopft an der Tür. Hallo? Wenn Sie mich töten wollen, ich töte Sie zurück. Das ist definitiv keine gute Idee. Natürlich nicht, nein. Aber wir müssen das ja tun. Was ist das? Stell mal vor der Welt nur. Okay. So. Hallo. Ach, der schöne Keller also. Ja. Ah! Oh, ich will nicht mehr. Ich gehe mir gleich in die... Hier, das Licht ist schön. Die Petroleumlampe ist leer. Wieso ist die jetzt schon leer? Im Keller zu stehen, die Lampe ist leer. Ist natürlich nicht so besonders sinnvoll, ne? Och, Leute, ich habe keine Lust. Ich hab keine Lust. Warum spiele ich sowas überhaupt? Nur mit euch. Ich brauch das für Views. Ich mach das nur für Views. Scheiße. Okay, das erste Werbeprospekt für den Gasthof meines Vaters. Er sagte zu mir: Wir haben es geschafft, mein Junge. Hillsides kommt ab, da bleibt 40 komfortable Zimmer, eine gemütliche Herberge im Herzen eines Berghofes. Köstliche Mahlzeit, ganz in der Nähe der berühmten Caroline Pyri Timi Timi Timi. So, haben wir das schon Z gelesen, haben wir Rotation. Okay, hier finden wir nichts anderes. Okay, super. Ich gucke einfach nicht mehr hin, wenn Jumpscares kommen. Was haltet ihr davon? Na. Ich glaube, ich. Was haltet ihr von? Wir machen immer solche. So fröhliche Geräusche. Dann denken die Geister, wir sind nett. Und kommen. Moment.
Hier will mir doch jemand was andrehen. Ja, das ist ein schöner Keller mit sehr vielen komischen Sachen, womit man ganz schnell... Naja, ihr wisst schon. Ah, eine Tür, die ist verschlossen. Also, wenn ich jetzt der Geist wäre, wo wäre ich hingelaufen? Wahrscheinlich dann, ich hätte mich hier versteckt. Wenn ich hier um die Ecke gehe, hätte ich mich von hinten erschrocken. Alles klar, wir sollen da durchkrabbeln und tschüss. Ihr seid doch nicht mehr ganz sauber im Kopf. Mann. Ja, wie crouch ich denn? Wünsche ich, wäre niemals gecroucht. Da, das Gesicht. Alter, bist du bescheuert? Hör auf damit. Weil es einfach hässlich ist. Ich wollte mir jetzt schon gerade anfangen, die Hosen zu machen. Einfach mal nicht mehr hingucken, meine Spiel. Okay, das können wir beiseite schieben. So sieht's aus. Oder einfach nicht. Hallo, da ist die Tür. Ja. Können wir das beiseite schieben? Nee. Maybe there's another way. Ah. Ja. Ja, komm, gib alles, Junge, gib alles. Könnten wir bitte das Licht wieder anmachen einfach? Ah, danke schön. Ah, warte. Das ist eine Gartenschere. Gott, ich... Damn it, I can't open it. Bin maybe there's something in my briefcase that would help get it open. Jetzt habe ich gar nicht zugehört. Ich habe. I have to get in there. Whatever happened. I hope it's not my father's blood. Ja. Schon gut. Am I delusional? Alter. Ja. Für die Views, für euch. Boah, Leute, ich halte das nicht aus, ne? Was ist denn das? Warum gibt's hier keine Kerzen im Keller? Boah, die super. Alter! Ja, ich glaube, da kommen wir nicht mehr durch, ne? Like roots? I need to get rid of them before I leave the basement. Ja, was das denn? Schlepp durch das Ding. Das blutet. Okay. Klasse. Nein! Oh, wie schnell geht auf einmal die Lampe leer? Wollt ihr mich verarschen oder was? Wie wollt ihr das denn erzählen? Oh. He's upstairs. What does he want from me? Ja. Also Schlüssel für was denn? Hallo, nimm ihn doch. Ich weiß auch nicht, warum ich ihn zu dem Ort mitgenommen habe, an dem ich das letzte Jahr meines Lebens verbracht habe. Ich weiß nicht einmal mehr, welches Schlüssel gehört. Okay. Ja. Oh mein Gott, das ist so fiese. Der hat laute Schritte, ne? Das hier ist kein Geist, das ist ein Mensch, glaube ich.
Kapitel 3. In dem alten Haus meiner Eltern, in das Emma und ich gezogen sind, schlummern mehr versteckte Geheimnisse, als ich hier ahnen konnte. Ich habe auf dem Dachboden unter einem losen Brett ein verstecktes Tagebuch gefunden, das einem Nicholas Hyde gehörte. Als ich es las, lief es mir eiskalt den Schauder den Rücken hinunter. Ich weiß nicht, ob sich die Dinge in diesem Buch wirklich zugetragen haben oder ob es sich nur um ein Hirngespinst dieses Nikolais handelt. Meine Güte, habe ich Schluck auf. Gerade vom Kaffee noch. Damn it, someone must have torn out the rest of the pages. Strange. I was in the attic and I'll show the diary to Emma. She might find it interesting. Okay. Bin der Emma im ersten Stock. Wir sind doch im ersten Stock, oder? Emma, Baby. Was ist das denn? Ach, das ist das komische Ding mit der Muschi dran, ne? Aber das hatten wir uns in der Vorgeschichte angeguckt. Okay. Dann nicht. Emma, mein Schatz, wo bist du? Komm her. Ich wollte Macchina Amore, ganz grande, großer Amore. Emma, mein Schatzi, lass uns Macchina großer Amore. Honey, you won't believe what I found it. Hey, Emma, can you hear me? Emma! I was calling you before, but you wouldn't even answer. Where have you been? I was snooping around the attic. I found this... The power is out, by the way. Diary. What? A fuse must have blown. Be a darling, go to the basement and fix it before it gets dark. This place needs a lot of work. The sooner we start, the better. I don't have to tell you that, do I? Das ist eine Hexe. Mit der wollen wir hier wirklich wohnen? Nee, das machen wir nicht. What's her problem? She sounded like I took a piss on a mother flower bed. Aber das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt. Ich frage mich auch. Flashlight. So damn dark in the basement. Maybe I can find one in the attic. There's a lot of junk in there. Dachboden, sagt er gerade, ne? Ich suche den Dachboden nach meiner Taschenlampe. Okay. Warte mal, das nervt. Diese Kabel von der Maus. Ja, wackel, wackel, wackel. Die sind total steif, ey. Das ist total ätzend. Er hat steif gesagt. Unser Glück finden wir sowieso eine Petroleumlampe mehr nicht. Hat jemand wieder aufgeräumt? Ist das meine Taschenlampe? Ja. Jo, super. Sie ist nicht gerade neu, doch sie sollte jetzt weg. Sie hat eine ziemlich starke Glühbirne. Okay. Mach die scheiß Lampe an. Ja. Ja, schön. Gut. Stark glibbernet. Mach doch die Lampe an, Junge. Warum macht er die Lampe nicht an? Er geht jetzt so einfach so in den Keller rein und sagt so, ach ja, scheiß auf die Lampe. Wieso kann ich die nicht machen? Warte nochmal, Steuerung abchecken. So, benutzen, Lampe anzünden. F. Ja, nicht hier. Streichholz lokalisieren. Gegenstände rotieren. Rechte damit interagieren. Gegenstände kriechen. Linke Hand rennen. Springen. Irgendwie hat er keine Lust auf diese ganzen Geschichte mit Taschenlampe. Junge. Ah! Man muss noch 20 cm in den Keller reinlaufen. Und die Taschenlampe geht nicht. Ah, guck. Hallo. Eine Baseball. Oh, Gott sei Dank. Das mache ich das nächste Mal auf, wenn Jumpscare kommt. Kotz weg. Okay. So, Stromkasten. Sicherungsvogeldingens. I bet his chiming has startled many people.
Where are the fuses? Ein bisschen umgebaut wird hier schon seitdem, ne? So. Ah! Strange, one's missing. Did someone take it out on purpose? Ich suche den Schuppen. Da 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 da. There's a spare fuse in the shed by the house. Okay, okay. Ja, den hatten wir schon mal. Ist noch so schön hell. Hört sich gerade so an, als wäre hier noch jemand. Hacke, ha? Huh? Ist Blut. Das interessiert die nicht so, ne? Sollten wir wahrscheinlich noch gar nicht entdecken. Sollten wir wahrscheinlich erst das nächste Mal irgendwie entdecken oder so. Weiß ich nicht. So. Aber hier war doch der Schuppen, ne? Einen anderen Schuppen gab es hier nicht, oder? Also in dieser Vision, in dieser Tagebuch-Vision. Ach, guck mal. Jemand ganz viel Schrott hinterlassen, ne? Das kommt nicht unbedingt aus 18 und schießt mich tot. Damn it, it's locked. I saw some keys hanging in the basement. Maybe they'll match the lock. Ist es nicht dein Ernst? Bestimmt hätte ich einfach mal drauf achten sollen. Jetzt darf ich doppelt laufen, ne? So viel dazu, in der letzten Folge war das, wer rennt hier schon so durch seinen eigenen Garten, ne? Ja, wir, weil wir es eilig haben. Muck die Funzel an. Wo hat er denn bitte schon Schlüssel gesehen hier im Keller? Wir haben den Ding dran. Oder? Ach, guck mal. Da war auch das große Aufruhrzeichen. Ich dachte einfach nur, das wäre dafür da gewesen, um irgendwie. Ja. Um irgendwie die Tür wieder zuzumachen, weißt du? So. Mach das doof. Okay, das ist nicht. Alles noch so Blut. Das ist mit Blut interessiert mich überhaupt gar nicht, ne? Of course. What the f. Ah, jetzt hat er das Blut auch gesehen. Das ist gut. What is this? Where did all the blood come from? Why would Emma bring my old stuff from the office here? A shirt covered in blood. It looks fresh. How did it get here? Looks fresh. Okay. Was haben wir hier? Quantum Lactobib. Für mich gibt es hier nicht allzu viel Sinn. Aber ich vertraue darauf, dass der Autor weiß, wovon er schreibt. Okay. Oh, erlaubt eine detaillierte Analyse kinetischer Energie in sogenannten Quantenspuren gespeichert. Der Benutzer ist dadurch in der Lage, Silhouetten von Menschen oder anderen lebenden Organismen zu identifizieren, deren Anwesenheit in der Vergangenheit in einem bestimmten Fragment des Raum-Zeit-Kontinuums erkennbar Cluster von Wellen und Partikeln, das heißt Quantenwolken, hinterlassen hat. Das Gerät, das mit zwei hochempfindlichen Sensoren ausgestattet ist, kann sowohl elektromagnetische Spuren als auch Quantenspuren nachweisen. Elektromagnetische Sensor dank einer speziellen integrierten Spule und diesem hochempfindlichen Sensor ist der Lokalisierte in der Lage, Metallgegenstände in einer Entfernung von bis zu 12 Meter mit einer Genauigkeit von 0,01 Zentimeter aufzuspüren. Mit Hilfe eines innovativen Technologie kann dieses Gerät außerdem Quantenspuren von lebenden Organismen nachweisen. VLF-Diske, ein Bildschirm, der es dem Benutzer ermöglicht, größere Ansammlungen von Quantenwolken zu lokalisieren. Impulsgenerator löst einen Impuls aus, dessen Echo danach von den Sensoren erfasst wird. Er ermöglicht Benutzer, Metallgegenstände und Anomalien zu orten. Quantenscanner ermöglicht die Stabilisierung von Quantenwolken und die Identifizierung von Anomalien, der Interferenzen auslösen kann. Name, Quantenlokalisator, elektromagnetische Spuren, Quanten, bla 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 bla. Wofür ist das? Ist das hier so ein Ghostbusters-Ding oder was?
Ach, das ist es tatsächlich. Mit dem Lokalisierer können die sogenannte Quantensprünge aufgespürt und analysiert werden, wenn mögliche Fragmente von Geschehnissen in Vergangenheiten wahrzunehmen, darunter den präzisen Standort von Personen und deren Aktivitäten. Ich hatte nie die Möglichkeit, ihn einmal den Einsatz zu verwenden, doch uns wurde befohlen, ihn für den Fall der Fälle immer dabei zu haben. Ich hätte viel lieber eine Waffe als noch mehr von diesem merkwürdigen Schnickschnack von der Eierköpfe der CIA. Okay. Okay, alles klar, das ist wohl... Ja. Okay. Gibt es nichts weiter? Die Axt. Ich glaube, der Kacke. Okay, da haben wir jetzt keine Sicherung gefunden. Alter, wehe, wir kommen hier ohne Sicherung. Oh Gott, bist du bescheuert? Jesus! Emma, you scared the crap out of me. Okay, you can open the door. Emma? Oh, fick die Henne, Alter. Honey? Ja, los. Also. Oh, was denn jetzt? Something's not right. Finde die Quantenworker. Maybe the localizer will show me just what's happened here. X. Wait, what did they say in training? Wow. Um das Gerät zu ausrüsten, wir nehmen die Spuren von der Taste, um fortzufahren. If I remember correctly, this prototype device can be used to detect traces of a person's presence from the past. All I need is to be in a strong field of quantum particles, and with a little bit of luck and science, I'll be able to see a silhouette of the person who is here in a different time. So, die Indikation auf dem Bildschirm der Lokalisierung der Weg in Quantenwolken. Den Fernseher der Quantenwolke wird in den Prozessen in der grünen Licht gegeben. Welche du den Quantenwolken findest, lokalisieren, gibt einen Ton an, sobald sie die Quantenwolke gefunden hat. Okay. Naja, hier müsste ja schon eine sein, weil wir hatten, der hat uns ja jemand hier einfach so weggesperrt, ne? Die Quantenwolke, wo ist sie hin? Hat der Geist gebläht, das macht keinen Sinn. Ach so, ich muss auch was drin. Wow. Quantenwolken. Wo soll ich denn mit hin? Egal wohin oder was? Da war was. Oder habe ich mich was eingebildet? Ich glaube, ich habe mich was eingebildet. Vielleicht sollten wir mal unsere Emma. The localizer. Green lines at the edge of the screen show the direction to go and the numbers the distance to the nearby cloud. Okay, das wäre denn hier, was? Oder wäre das hier? Nee, mehr so. Mehr so, mehr so, mehr so. Okay. Wir sind fast da. This is the place. Now I need to use the pulse to Nein! Du! Localizer found something. Someone has been here. It looks like he left the rest of the clothes here. All covered in blood. I'll try to find more traces. It doesn't look good. I have to find out what happened here. Obwohl. Wir befinden uns noch 0, aber wir müssen doch näher rankommen, oder nicht? Warte mal, oder habe ich da was vertütelt? Warte mal, bababab. The fuse is missing, some clothes are lying all covered in blood, and a trace of a person near the shed. It's all looking very strange. Maybe it's all about the stress. On the other hand, I have to be certain that we're safe. Okay, er merkt schon mal, dass wir irgendwie, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist. Das ist schon mal gut. Aber... So, hier hat jemand tot gelegen, ja?
Hier sieht man ja auch noch eine Leiche rumliegen. Oder beziehungsweise die Quantenleuchten-Leichte-Dingens. So, wir sollen tatsächlich uns in diesen Move bewegen. Hello? Oh. Wo ist die Uschi? Ich glaube, die ist ein Geist. Das glaube ich nämlich schon. Die kann doch nur ein Geist sein, so böse wie sie ist. Was? Hier, warte. This horse will haunt me in my dreams. Nee, wir entfernen uns. Es geht weiter in die Richtung. Auch nicht hier. Hier drinnen. Fuck. 20%. Okay. Wo sind die Emma hin? Die hat keinen Bock mehr. Das. Moment. Nee. Das ist das Haus, dieses Ding hier. I should use the pulse to make the quantum cloud visible, otherwise I won't see a thing. I'm at the source, but I can't read it. Anomalie entdeckt. Gefahr. Gefahr. Wie soll ich die? Sie muss I should neutralize it. Und wie mache ich das? Aufgrund ihrer Natur sind Quantenwolken instabil und Anomalien stören ihre Lesbarkeit. Du musst also zunächst alle Anomalien in der Umgebung finden, um sie zu schön. Um sie es dir leichter zu machen, verwende rechte Maustaste. Okay. Jetzt ist sie zerstört. Du kannst Anomalien zerstören, indem du mit deinem Gerät eine EMP-Ladung abfeuerst. Halte linke Maus und lass danach los, um die EMP-Ladung abzufeuern. Bevor wir Bereiche auf dem Weg. Okay, das ist tatsächlich Ghostbusters-mäßig am Start hier. Stirb! Irgendwie scheint die nicht darauf zu reagieren, ne? Ist der nun mal die tot? Nee, die geistert doch noch hier rum, oder nicht? Da. Clearly someone was here recently and used this rope. Okay. I'll try to find more traces. Hier lag jemand. Warte mal, hier. Ja, ja. 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 Was ist denn? Hier, das Seil. Nimm das verkackte Seil mit, Junge. Man steckt das Ding jetzt mal weg. Welche wahnsinnig hier noch. Ja, okay. Dann muss mein Ding wieder raus. The localizer has detected a signal. That means another quantum cloud must be near. Oh. Okay, da kommen wir so mal nicht so hochgehüpft, ne? Realistisch sonst. Deswegen müssen wir die Berge hochlaufen und wir gehen mit einem Knick hier rein. Meine Güte, was haben wir hier für Dinge abgespielt? Ja? Eine Leiter. It must have went up from here. War das nicht so? Ich konnte doch halte linke Maustaste gedrückt und schieß und lasse anschließend los. Ja, ich mach das schon. Aber er nimmt sich. Hier? Yeah? Ah, okay. Ja.
Hervorragend. Ja. Aber willst du mich verarschen, ja? Yay! Zieh. Nice work. Alles klar. Dann gehen wir mal hier hoch. So much blood and it's not even dry yet. Whatever happened here, it hasn't been long. The trail leads through that gate. I'll check it out. Momentchen, Popentchen. Nee, nee. Ja. Clearly drag something heavy through that gate. Bin einen anderen Weg. Na, hier so, ne? Some planks are loose. I'll try to break them out. Ist aufbrechen oder so ein Scheiß? Das ist wie verarscht, ich hab das Ding doch weggesteckt. Hör auf jetzt damit. Okay. Hab ich irgendwas wieder verpasst, ne? Ja, dieselbe nutzt alles klar, mach ich da mal so. Und, ah, guck mal hier. Oh. Oh. Jetzt kommt. Ah, Gott, bin ich stabil. Und dünn auch noch, okay. Oh, ist das schön hier. Meine Güte. Sollen wir da etwa runterspringen? Nee. Geht das nicht irgendwo anders längs? Nee. Ja. Nee, nee. Auch hübsch. Das ist ein anderes Grundstück hier, ne? Nachbargrundstück. Man sieht hier nichts, ne, dass die Nachbarn sind, aber es sind Nachbarn hier. Nicht schlecht, Herr Specht. Okay, da nicht durch, dann müssen wir tatsächlich darunter hüpfen. Geronimo! The blood hasn't dried yet. I'll follow its trail. Maybe someone needs help. Okay, maybe. Oh! Scheune. Es sind jetzt zerstückelte Leichen oder so. Wir haben einen antiken Schlüssel. Denk daran, Junge. Ja, wenn die Ketten davor sind. Damn it! Ja, was hast du denn? Closed. Just closed. Ja. Spannerloch. It looks like something or someone is hanging in there. Is that? Fuck! This thing scared the shit out of me. I'd better check what the localizers detected before I go in. Boop, 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 boop. Ja, aber. Da, ja, da ist was. Okay. Wie kommen wir hier bloß weiter? Ist alles verschlossen? Haben wir nichts irgendwie zum Aufschneiden? Wir hatten noch so viele Sachen dabei gehabt, ey. Will er nicht, macht er nichts. Wir sollen uns das mal angucken. Okay.
Ging er da nicht eben gerade wie? Hat er da nicht irgendwas gemacht hier gerade? Ein anderes Zeichen gemacht? Nee, nee, nur das. Da war das. Bringt ja nichts, wenn das Teil davor ist. Man hört ja auch was da drin, ne? Okay, warte. Oh, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Guck mal, wie schön. Und da haben wir gerade geguckt. Jetzt sind wir da und da. Mhm. Okay. Ja, genau, genau, dazwischen gesammelt. Gejumpt. So. Und hopp. Und hopp. Und sneak, 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 sneak. Und jetzt sind wir da. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Hübsch ist das hier. Eigentlich müsste es hier ja schon zu sehen sein, was wir hier haben, ne? Hier, wir sind gleich bei 100% hier. Wir sehen hier einfach nichts. Hier. Im Strohballen. Wir haben es gefunden. Feuer frei! Ups, Feuer frei. Laden, Feuer! Piu! Piu! Piu, piu! Kann das sein, dass es irgendwie abgedüst ist oder so? Das Schwabbel ist hier. Aber treffen das Viech nicht irgendwie, ne? Warte, wir gehen mal ganz nah ran. Geht nicht. Wir stehen quasi mittendrin und können es nicht zerstören, die Anomalie. Wo kommt der Ursprung her, diese Anomalie? Da oben. Feuer. Moment. Da. Als würden die leben, ne? Total irre irgendwie. So wie bei, oh oh. Daneben getroffen. Wie bei, wie nennt sich das Spiel noch? Wo ist er? Was hat er hier versteckt? Okay. Aha. Ein Messer. A hunting knife. Someone must have used it recently and tried to hide it there. I'll take it, just in case. Er schafft jetzt Zugang zur Scheune. Wahrscheinlich müssen wir das. Back to the barn. Maybe I can find a side entrance. Okay. Die Geräusche dabei, ey. To get inside. Ja gut, damit kriegst du es ja nicht kaputt, ne? Aber wir könnten hier nochmal durch. Zacks! Ups. Ja. Wir stehen wieder vorm verschlossenen Ding jetzt. Was? Oh, Momentchen. Ach, guck mal einer an. Der wirft doch. Hä? Was? Treffer! So, jup. Oh, zack. Und da geht's in die Scheune rein, Kinderchen. Was sich in dieser Scheune befindet, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten. Und tja, ich tue alles für Views. Ciao.